Ja, der Frust ist groß. Das merkt man daran, dass die Schreie lauter werden, die einen anderen Trainer wünschen für Werder Bremen nach dem Debakel in Darmstadt. Und ja, das ist wahrscheinlich auf der einen Seite auch menschlich. Also ich habe auch schon das ein oder andere Mal geflucht und verstehe auch das ein oder andere nicht, was der Trainer da macht. Gleichzeitig ist es aber so, dass es nicht nur einen Trainer gibt, der für die Spielentwicklung verantwortlich ist, sondern am Ende des Tages müssen halt die Spieler, das ist eine Binsenweisheit, ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt 5 Euro ein Phrasenschwein reinschmeißen, dafür verantwortlich sind, das auf den Platz zu bringen. Und das ist der Truppe bis zur 75. Minute nicht gelungen. Und man kann ja hier auch beim ZDF lesen, dass die Gäste spielen erst mit, als die Partie praktisch entschieden ist. Das bringt es ziemlich auf den Punkt. Und ja, ich möchte in diesem Video darauf eingehen, was eigentlich ja, die Spieler gemacht haben. Und ich habe es schon gesagt im letzten Video, könnt ihr gerne noch mal reingucken. Es ist halt am Ende des Tages so, dass die Herren, die dort auf dem Platz stehen, alle Profis sind. Die bekommen 1 Million, 2 Millionen, 4 Millionen dafür, dass sie Fußball spielen, und da kann man ja erwarten, dass die dann auch auf einem Sonntagnachmittag, ich weiß, es ist eine recht unangenehme Zeit wie zum Fußballspielen, aber eben dann auch irgendwie 100% da sind. Und ja, selbst wenn sie halt dann nicht den besten Fußball spielen, aber immerhin dann den notwendigen Einsatz zeigen, das hat ja auch unter anderem der Spieler Veljkovic angesprochen. Was ich bemerkenswert finde, ich sage auch gleich warum. Also ich möchte jetzt hier ganz gerne mal die Phase angucken, die dann zum 1:0 führt. Und ja, wir sehen halt hier einen Spieler, ich weiß nicht genau, wer es ist. Ich will auch hier auch keinen Namen nennen, weil es geht gar nicht darum, hier irgendwie Spielerbashing zu machen, sondern es geht einfach darum, wie die Mannschaft im Kollektiv agiert. Und also dieser Spieler wird einen Pass spielen auf die Außenbahn. Und dieser Spieler, der dann den Ball bekommt, wird dann hier in die Mitte hineinpassen. Wahrscheinlich, weil er diesen Spieler hier ansprechen möchte, anspielen möchte. Es gibt nur ein Problem: dieser Spieler bewegt sich nach vorne und dann kommt es zum Fehlpass. Und dann würde man eigentlich erwarten, also das würde ich zumindest erwarten, dass die Spieler dann wie die Irren nach zurücklaufen, um wieder hinter den Ball zu kommen. Und dann schauen wir uns mal an, was dann passiert. Werder nach dem Köln-Sieg Also hier ist der Fehlpass. Der Darmstadt-Spieler geht dann zum Ball und leitet den Gegenangriff zurückhalten, lässt ein. den Aufsteiger entspannt auf sich zukommen. Und dann sieht man hier einen Spieler, der relativ flott mal eben ausgespielt wird und dann auch sich entsprechend trabend Nürnberger. verhält. Und dann haben wir hier eine 1:1-Situation. So, und dann guckt euch mal an, was der Spieler da macht. Melem. Er macht gar nichts. Er macht einfach gar nichts. Ja, also er stellt sich hin, wartet ab und guckt zu, wie der Gegenspieler flankt. Und da müssen wir noch mal kurz zurückgehen und sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler, die mehr oder weniger sich auf der rechten Seite befinden. Auf der Seite, also auf der Spielhälfte von Werder Bremen. Und hier unten läuft ein Spieler frei rum. Und da kann man mal gucken, wer sich für diesen Spieler interessiert. Nürnberger. Ja, schaut es euch an. Die Bälle, die Blicke sind zum Ball gerichtet. Keiner hat das auf dem Zettel, dass hier ein Spieler langlaufen könnte. Also, das ist. Also, ich frage mich, was. Wie kann das sein? Also, es ist. Auch dieser Spieler hier, der hier in der Mitte. Der trabt und trabt. Der hat überhaupt nicht auf dem Zettel, mal darüber zu laufen und den irgendwie zu decken, also in Manndeckung zu nehmen und dafür zu sorgen, dass ein Querpass bei denen nicht ankommt. Also es wird überhaupt kein Druck erzeugt. Und ja, dann kann er halt wunderbar, weil er hier auch zu spät ist, sich auch zu sehr auf die rechte Seite orientiert, kann der halt einnetzen. Ja. Also, ganz ehrlich, was soll da ein Trainer machen? Also, ich meine, das sind alles Profis.
So, also auf dem Hintergrund, ich könnte jetzt auch noch das zweite Tor mir angucken. Da haben wir ein ähnliches Bild. Also die Mannschaft ist insgesamt überhaupt nicht darauf bedacht, eine Absicherung herzustellen. Da frage ich mich, wie kann das sein? Also, ich meine, die trainieren die ganze Woche. Ich meine, gut, jetzt habe ich auch, ist mir zu Ohren gekommen, dass die Mannschaft nach diesem 2:1 gegen Köln 2 Tage trainingsfrei hatte. Darüber kann man nochmal diskutieren bei Zeiten. Hier geht es jetzt einfach mal grundsätzlich darum, wie verhalten sich die Spieler? Und ich meine, kann ja ein Trainer nicht für verantwortlich sein. Also, was ein Spieler am Ende des Tages auf dem Platz macht, da hast du als Trainer keinen Einfluss drauf. Du kannst ihm sagen, du musst das und das machen, ja. Aber was er dann macht, das ist seine Verantwortung. Und deswegen Trainer raus, nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Ich meine, die spielen hier gegen den Aufsteiger, also nichts gegen Darmstadt. Die haben sicherlich ein gutes Spiel gemacht. Aber dann reflexartig zu rufen, Trainer raus. Also da müssen erstmal die Spieler irgendwie auch in die Kritik genommen werden. Also da wird kein Druck erzeugt, da wird zugeguckt, wie ein Spieler flankt. Ja. Deswegen ist es für mich auch dann ein bisschen unverständlich, warum dann ein Clemens Fritz sich gleich aufgefordert sieht, Ole Werner den Rücken zu stärken. Also das finde ich schon irgendwie höchst bedenklich. Wir sind am sechsten Spieltag angelangt. Gut, Werder hat jetzt irgendwie eine Fehlstart, würde ich nicht sagen, aber Punkte liegen lassen, so mit dem man fest gerechnet hat. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Auch das wäre nochmal Thema für ein Video. Was ist da eigentlich psychologisch irgendwie so im Hintergrund am Wirken? Ja, soweit zu meiner 0:1-Analyse und zum Spielerverhalten. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr dazu Lust habt. Und ich denke, es wird noch das ein oder andere Video kommen. Bis dann. Tschüss.